Dort schweißt einer. Und hier schon mal gar keiner. Und hier hinten ist vermutlich auch wieder so ein sammelbares Objekt oder so, aber sonst nichts. Okay, wohl eher gar nichts. Kein sammelbares Objekt. Mist! Hilfe schnell! Bleib mir weg. Gut, der Schuss ist voll. Ist hier nicht gerade noch irgendjemand lang gelaufen? Ach, scheiße, ich wusste es doch. Ach, diese scheiß linke Maustaste ist schon wieder kaputt. Oh ja, das tut sie. Geh mal davon aus, dass es das fürs Erste war. Strom sparen. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Was haben wir hier? Ach, verdammt, eigentlich. Naja, egal. Es ist eiskalt. Scheiße. Alles klar? Ja, ist okay. Mach einfach weiter. Wie viele waren auf dem neuen Tag? Mehrere Dutzend und ein paar Frauen. Eine hat Vater mit freies Bett gebracht. Für das Ritual? Vermutlich. Heute Nacht wissen wir es. Ist da jemand? Komm mit, wir sehen nach. Oh nein, da gehe ich nicht rein. Erstmal zudrehen, die Kacke. Gut, das sieht besser aus. So, diese Richtung können wir nicht. Vorsicht, Vorsicht! Es ist voller Benzin! Was ist voller Benzin? Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Hilfe schnell! Gut. Was haben wir hier? Interessant. Das hier ist die... Ach, okay, das ist die andere Seite von der Tür, okay. Tja, hättet ihr das fast mal die Treppe hochgezogen. Dann wärt ihr jetzt vielleicht noch am Leben.
ich höre Schritte irgendwo und das gefällt mir nicht. Okay. Wir kämen da drüben rein. Oder wir können hier die Geschichte werfen. Was auch immer uns das jetzt bringt. Schon durch da, ich habe den perfekten Masterplan. Arrivederci. Okay, das ist blöd. Versuchen wir es glatt nochmal. Arrivederci. Tja, die Gnade des Jägers. Man soll ein Wild nicht leiden lassen. Oh, was haben wir denn hier? Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Mhm. Eine Dokumentation aus dem Zweiten Weltkrieg. Von wem auch immer. So, und wir haben noch ein Dingens bekommen. Gut, weiter geht's. Oh, Scheiße. Scheiße, ich komme nicht zurück. Oh, verdammt, die werfen ja auch noch mit Dingen. Ja, Satz mit X, Freundchen. Ach, komm schon. Na komm her. Na bitte, es geht doch. So, das heißt jetzt Munition plündern. Alles mitnehmen, was geht. Yay, und wir haben unser erstes Set von diesen komischen sammelbaren Objekten zusammen. Ist das nicht geil?
können wir ja richtig eine Party feiern. Party, wir haben hier ganz viele Flaschen, also das dürfte nicht das Problem sein. So, das waren dann alle. Was haben wir hier hinten noch drinne? Vater Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Fear the Demons. Fürchte den Dämon. Nein, die Dämonen. Und es zuckt so ein bisschen im Bild ab und zu, aber das liegt am Spiel bestimmt. Ich mach dich fertig. Einen Scheißdreck tust du. Und wir sind jetzt in diesem Kommunikationsgeschichtenzentrum. Ach du Scheiße. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Na super, das heißt, noch mehr hoch. Egal, das hält uns natürlich nicht von nichts ab. So, hier ist noch ein bisschen Munition, nehmen wir doch alles mit. Und hier ist wieder so ein kleiner Eintrag. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Interessant. Die Stürme sind hier also so geplant. Ah, das hat ja richtig gezischt. Ja, richtig schmerzhaft. Muss jetzt aber klappen. Und Basis Außenbereich. Schnee? Das ist doch nicht normal. Wieso Schnee? Schnee? Es hat doch eben noch geregnet. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Kämpfer-Upgrades. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Tja, das weiß man nicht. Eine! Komm her!
Ja, das war doch ganz einfach. Verdammt! Wie viele sind es? Es sind genug. Ah, Gott. Na komm schon, einer habe ich noch für dich. Schön, dass sie hier wie die Mafia, wie eine umsorgte Familie sind. Na komm, dich angel ich mir. Und was ist, wenn nicht? So, den hatte ich schon gelootet. Ist Ruhe? Vermutlich nicht, aber... Aufhalten, aufhalten, verdammt! Hinter der Bucht! Runter, geht in Deckung! Komm, das kann ich auch! Ich finde es interessant, dass der Bogen gefühlt stärker ist als die Waffen. So, das war hoffentlich gerade eine Schneeflocke, die an dem Bildschirm vorbeigezischt ist. Also hier auf dem Bildschirm vorbeigezischt ist. Ja, ich lebe noch da drüben. Und das war gar nichts. Sonst noch irgendjemand? Sieht nicht so aus. Gut. Oh nein, oh nein. Oh Gott. Aus dem Weg! Sie gehört mir! Konzentration. Du schaffst das. Na, komm her. Puh. Ja, ich sehe das schon.
Was? So? Ich sehe das schon.